Was den gendersensiblen Ansatz bei der Rüstung angeht, haben wir leider bislang gemischte Erfahrungen gemacht. Das ist das Sturmgewehr von Heckler & Koch. Es ist die Standardwaffe der deutschen Infanterie, erprobt und bewährt, bis die Vorgabe kam, es müsse so leicht sein, dass auch jede Soldatin es tragen könne. Danach verformte sich das Gehäuse bei Dauerfeuer. Teile des Gehäuses waren jetzt aus Plastik und Plastik hat bei hohen Temperaturen die Angewohnheit, an Steifigkeit zu verlieren, anders als Metall. Auch beim Panzer gibt es ein paar geschlechtsspezifische Probleme. Die gute Nachricht ist, die Feinstaubwerte im Puma sind jetzt so niedrig, dass auch Schwangere mitfahren können. Allerdings aufgepasst, erst losfahren, wenn die hintere Luke vollständig geschlossen ist. Das ist im Gefecht zwar eher ungünstig, weil man schnell los muss, aber es hilft nichts. Das korrekte Schließen der Ladeluke vor dem Start ist eine der 117 gesetzlichen Vorschriften, die jetzt für den Puma gelten.